So wie das da zum Beispiel. Oder das ist einfach nur, um aus dem Bereich rauszukommen. Was ich mir aber auch nicht ganz vorstellen kann. Ja, aus dem Bereich kommt man eigentlich super easy raus. Man kann sich hier die Kacke porten. Weil das Ding hier, egal wo man runterfällt, führt hier hin. Das hier konnten wir noch nicht aufmachen. Da ist nirgendwo ein Secret oder so mehr versteckt. Wo wir rankommen würden. Außer ich hab was übersehen. Die da führen alle nach hier. Also das von der Treppe führt nach da und da. Die drei führen nach hier. Die vier führen alle nach. Ne, die vier führen nach hier. Die vier führen nach hier. Hier ist so ein Teleporterbereich, hier ist einer. Und da hinten ist einer, aber alle sind so getriggert. Das heißt, nach dem brauche ich gar nicht gucken, der ist klar. Das hier ist auch alles recht klar. Da brauche ich nicht reingehen, sonst aktiviere ich da den Porter wieder. Ja. Hier ist Teleportgebiet. Bringt mir das was? Ich denke auch nicht. Das bringt mir alles irgendwie so rein, gar nichts. Ich komme nämlich nicht an diesen Teleporter ran. Ich kann hier oben rumgehen. Aber egal, was ich mache, ich komme nicht daran. Das Spiel kennen wir ja auch zur Genüge. Egal. Bin jetzt hier unten, wo ich eigentlich hin wollte. Und da geht der Teleporter an. Ja. Ich meine, ich könnte mich ebenso gut da runterfallen lassen und dann darüber gehen. Dann muss ich nicht den anderen Umweg von der anderen Treppe ausnehmen. Macht mich das schneller? Nicht wirklich.
So, jetzt bin ich nämlich hier. Wo bringt mich eigentlich der Teleporter in der Ecke hin? Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich weiß, wo mich jetzt mittlerweile, wo mich die meisten Porter hinbringen. Nämlich irgendwo ins Nirvana. Hier hatte sich ja auch nicht mehr geöffnet, als schon offen war. Hier war ich auch schon drin. Der hier. Also, der bringt mich hier hin. Ja, das kann ich wieder drücken. Das ist nämlich jetzt erstmal irrelevant. Relevant ist, dass ich wieder zu dem Ding hinkomme. Irgendwie. Das heißt, ich muss irgendwie durch die vergitterte Tür mal wieder durch. Ach ja, und der ist auch wieder aktiv. Elemental Magics. Das ist mächtig und das könnte er gut gebrauchen. Für den Transmutation Spell. Wo ist er denn? Blood Curse. Healing Light. Das funktioniert aber leider noch nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Da fehlt noch dieses, dieses Amplify hier mit dem Spell. Wo ist der Transmutation. Okay. Earth, Air and Fire Magic, ja. Okay. Hat doch nicht ganz so funktioniert, wie ich dachte, weil in Ice Magic habe ich nur 2 gekriegt. Ne. Toll, ich finde jede Menge Secrets. Was ich nicht finde, ist den richtigen Weg. Mhm. Das war mein Stein. Noch ein Stein, gut. Hä? Okay.
Habe ich den Teleporter schon mal benutzt? Ich denke nicht. Okay. Wo habe ich jetzt gerade die Wurfwaffen hingeworfen? Okay. Nein. Die einmal bitte ablegen. Ich habe über mir Stein auf Stein gehört. Also erstmal speichern. Bevor ich irgendwas anderes mache. Fortschritt. In dem Fall ist speichern. Ein Assassin Dagger. Ein Assassination Handbuch. Schön. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht das Einzige, was mir das gebracht hat. Fire Quibble. Ist auch wieder überladen. Was hat mir das jetzt gebracht? Ernsthaft, ich kapier's nicht. Hier hat er sonst aufgemacht. Da muss ich mich hier oben weiter umschauen, was noch zugegangen ist. Oder was aufgegangen ist. Wäre okay, dass hier was aufgegangen ist. Okay, dass ich hier Knöpfe habe, die ich drücken kann, um zu wissen, was sie bringen.